Ja, willkommen zurück. Ich habe tatsächlich mal die Ultra-Einstellung ausprobiert und das sieht furchtbar aus. Also es sieht noch schlechter aus als das jetzt hier, was die Schattendarstellung angeht. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass sie, seit sie dieses Hyper mit per Patch eingeführt haben, dass das eigentlich die alte Ultra-Einstellung ist, oder dass sie sogar noch ein bisschen höher war. Naja, wie auch immer, also es ist nicht der Rede wert. Deshalb würde ich sagen, gehen wir mal zur nächsten Story-Mission. Und die ist hier hinten. Kann ich da keinen. Ach doch, ist schon gesetzt. Mal schauen, vielleicht ist ja unterwegs noch irgendwas Kleines, was man machen kann. Jetzt auch ehrlich gesagt eher ein bisschen noch gespannt wäre zu wissen, wie es weitergeht. Vor allen Dingen, um zu schauen, ob man in neue Gebiete kommt. Auch wenn die Stadt jetzt hier natürlich überall ein bisschen sehr ähnlich aussieht. So ein bisschen anderes Gebiet, ein bisschen erweitert wäre ja jetzt nicht unbedingt schlecht, dass da was passieren könnte. Da unten stehen übrigens immer noch die beiden Typen hier. Hier ist eine Frau und ein Mann. Na gut, okay, wenn es Frauen und ein Mann sind und die sind in einer Diskussion, in einem, vielleicht einem Beziehungsstreit, dann dauert das natürlich ewig. Das ist vollkommen gerechtfertigt. Das mit dem Seil ist wirklich cool. Also mit dem Greifhaken. Ich war voll gespannt, wie das im neuen Dishonored wird. Open-World-Ding ist echt nicht. Müsste ich bei dem Spiel mein Ding. Also, das passt nicht. Vielleicht helfen, Face? Nein, ich bin zu schnell gewesen. Da kann ich ihm nicht helfen. Oder wer war es denn? Schauen wir mal kurz. Man kommt einfach irgendwie zu oft an denselben Ecken entlang. Kannst du mir vielleicht helfen, Face? Ablenkungsmission. Nee, komm, deine blöden Ablenkungsmissionen, das ist alles. Ist nicht gut genug. Ja, auch selten mal, dass ich ein Spiel habe, wo ich wirklich auf die Nebensachen gar keine Lust habe. Also alles, was bis jetzt so, vor allem dieser Frustfaktor mit dem, oh, mache es jetzt auf die absolut genaue Sekunde oder du hast halt verkackt. Hat mich nicht überzeugt, muss ich gestehen. Hey, hier ist jetzt Let me know. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Geht weg. I'm a lover, I'm a fighter. Oh, schön, hier wie die eine U-Bahn-Station in Berlin mit den schönen orangenen Kacheln. Nein, Quatsch. Die Anlage, an der ich gerade vorbeigerannt bin, habe ich auch schon ausgeschaltet. Ach, hier, die Partydame. Partytown! Ich bin jetzt beim Kran, Icarus. Gut, ich bin oben in der Führerkabine. Gib mir einen Moment, um die Steuerung zu kapieren. Gefährlicher Bandenchef bei Krugers Heckrazia. Bandenchef getötet? Siehst du das auch, Icarus? Ja, ich seh's. Ja, diese Bastarde haben ihn tatsächlich getötet. Noah! Verdammt! Wir müssen untertauchen, Faith. Ich habe mit Rebecca Thane gesprochen. Sie gewährt uns Unterschlupf. Vergiss es. Wir können es uns nicht leisten, wählerisch zu sein. Wo sollen wir denn sonst hin? Noah hat Rebecca nicht vertraut. Ich bin mir sicher, sie wird uns verstecken. Sie hasst Kruger ebenso sehr wie wir.
Na schön. Wir gehen zu ihr. Aber ich werde nicht lange bleiben. Wir bleiben nur, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Ich schicke dir die Koordinaten. Ansonsten sollten wir den Beat nicht mehr nutzen, bis wir dort sind. So, das ist jetzt die Ultra-Einstellung. Und die Texturen auf dieser Werbetafel laden halt einfach nicht. Es gibt die ja in ein bisschen schöner. Also, gab es zumindest manchmal. Aber das ist schon irgendwie ein bisschen. Die nächste Dame, die auf dem Dach steht und wartet. Mein Gott. Das ist so blöd. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Den Abstand noch nicht fertig geladen und wollte jetzt erstmal noch eine Ladepause machen. Das ist ja cool. Es wäre auch irgendwie cool, wenn diese Elemente irgendwie so gebaut wären, dass man die im Rennen so halt mitnimmt. Dass man irgendwie eine Taste drücken muss im Rennen, um die dann so rauszureißen oder so. Also, um das Momentum nicht zu verlieren. Aus wie dieser eine Abschnitt im ersten Mirror's Edge, wo man in der Kanalisation unterwegs ist oder in solchen Aufbereitungsanlagen ein bisschen. Zumindest hat man da mal so einen Abschnitt, wo man unterirdisch am Start ist. Das ist dem gar nicht so unmöglich. Ja, Wasser. Das war schon zu tief, okay. Gut, dass sie diesen Megasprung kann. Autsch. Oder das war eben gerade tatsächlich auch so eine Sterbeszene und ich bin da irgendwo durchgerutscht. Oh, krass. Noch, im ersten Mirror's Edge war das dann, war das bei diesen unterirdischen Sequenzen, gab es Stellen, wo der Nebel am Boden lag und die PC-Version konnte ja Physics und der Nebel war dann Physics-Nebel, also wenn man ruhig durchgerannt ist, hat er sich quasi verschoben. Ein bisschen wie im Batman, oder das heißt ein bisschen wie im Batman, genau wie im Batman, weil es dieselbe Technologie war. Da bestand der Nebel mehr oder weniger so aus größeren Blöcken.
Das scheint jetzt hier aber ein etwas größerer Untergrundbereich zu sein, weil hier auch schon die Kästen sind für die Nebenmissionen. Und Nummer 2. Geh rein. Rebecca wartet. Hey. Faith! Komm runter! Was da passiert ist... Faith, es tut mir leid. Sparen Sie sich das. Hör zu, Noah und ich waren uns in vielem uneins, aber ich habe ihn respektiert. Wie deine Eltern. Noah sagte, sie gehörten zur selben Gruppe. Ja. Solange, bis mir klar geworden ist, dass wir uns niemals friedlich vom Konglomerat und den Familien dahinter befreien können. Wir müssen es vernichten. Mit jeglichen Waffen, die uns zur Verfügung stehen. Ich weiß, was Sie denken, aber Sie irren sich. Ich habe es nicht. Ich denke doch. Deshalb macht Krugersack Jagd auf dich. Und deshalb ist Noah tot. Mann, es reicht! Hör zu. Ich gewähre dir jetzt Unterschlupf für den Moment. Aber meine Gastfreundschaft hat auch Grenzen. Und irgendwann musst du Stellung beziehen oder du musst verschwinden. Das reicht, Rebecca. Sie hat's begriffen. Gut, denn eins muss dir klar sein. Du bist nicht länger neutral, Faith. Jetzt ruh dich aus und denk einfach über meine Worte nach. Tristan zeigt dir deine Unterkunft. Wir reden noch. Später. Nicht jetzt. Ich muss das hier fertig machen. Sie haben kein Recht! Aufhören! Erika! Erschieß ihn! Wer ist da am Fenster? Irgendein Kind, schnappt es! Das ist eine Katze! Das bin ich! Mama! Scheiße. Faith, komm so schnell wie möglich her. Oh, wie fies ist denn das? Cat ist in der Welt hier tot. Oh, was für eine Scheiße. Oh. Krass. Ah, okay, man kann die betäuben. Oh, das ist ja gemein mit Cat. Oh, Mensch. Da mochte ich aber die Geschichte. Oder ist es nur beschissen und die ist gar nicht tot. Oh, hier kann man auch ganz schön Sachen kaputt machen. Na, mal gucken, was danach kommt. Langes Rutschen oder Wallrun von einer Seite zur anderen. Ich mach mal erstmal langes Rutschen. Ah, ich habe ja sogar noch ein Upgrade. Und dann machen wir hier. Wallrun, Doppel-Wallrun, da kann man LB und dann rüberschauen und dann nochmal LB, dann kann man längere Wallruns machen, was gibt's hier? Und noch mehr Fokusschild. Also in Bewegung habe ich jetzt alles. Ah, das ist ja fies, ja mega fies, ey. Ich hatte mich noch voll darauf gefreut, dass die ja bestimmt jetzt irgendwie dann noch kommt und vielleicht ist da noch eine Geschichte mit ihr. Jetzt ist die tot. Ja.
Was gibt's? Ich wollte ihr zwar ein wenig Ruhe gönnen, aber die Situation ist kritisch. Und wir alle müssen unseren Beitrag leisten. Krugasek? Ja, sie dringen in die Tunnel vor und stationieren eine neue Art von Beobachtungsdrohnen. Sie kommen uns dabei gefährlich nahe. Wenn diese Drohnen nicht zerstört werden, bevor wir sie aktivieren, haben wir überhaupt keinen Bewegungsspielraum mehr. Ich helfe Ihnen. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Icarus ist bereits draußen. Denk dran, die Drohnen sind noch nicht aktiv. Sie stellen noch keine Gefahr dar. Nimm dich aber vor Krugasek-Patrouillen in Acht. Alles klar. Schicken Sie mir die Daten. Mach ich. Schaffst du's, können wir alle ein wenig durchatmen. Hey, Drohnenjagd. Spannend, wann Drohnen so bei uns im Alltag so... Diese Tunnel sind seit über einem Jahrzehnt unser Territorium. Und Krugasek war immer klug genug, an der Oberfläche zu bleiben. Bis jetzt. So allgegenwärtig sein. Das hier war alles Teil einer Omnistat-Entsalzungsanlage. Einige Bereiche sind schon mehr als 100 Jahre alt. Sie wurden für die Ewigkeit gebaut. Ganz anders als alles, was das Konglomerat erschafft. Hey, ich habe gerade erfahren, dass die Beobachtungsdrohnen noch verpackt sind und bewacht werden. Du musst eine Möglichkeit finden, sie zu zerstören. Was Drohnen so im Alltag sind. Also ich meine, so kleine Drohnen in der Stadt so rumfliegen, ist es dann echt so für jugendliche Freizeitaktivität sein wird, so Drohnen heimlich zu zerprügeln oder so. Wie sehr sich die Leute gegen wehren werden. Oder ob sie es überhaupt tun. Weg, sie loszuwerden. Gut, bleiben noch zwei. Hey, Krugasek weiß, dass du da bist. Du musst bei der zweiten Beobachtungsdrohne also mit mehr Widerstand rechnen. Drohne jetzt in einen Schacht. Das ist Musik in meinen Ohren, Faith. Nur noch eine Drohne und du hast es geschafft. Weiter so. Es geht eigentlich verhältnismäßig schnell immer, ne? So die Hauptmission. Andererseits ist es ja auch nicht so Black November ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Es gibt jede Menge Unzufriedenheit in der Unterkaste. Nicht mehr lange und sie ist bereit, sich zu erheben. Die Familien haben eine Gesellschaft erschaffen, die unmöglich fortbestehen kann. Unbegrenztes Wachstum, unbegrenzter Konsum. Das ist Wahnsinn und wird uns letzten Endes alle vernichten, wenn wir die Arbeiter nicht zwingen, ihre Lebensweise zu ändern. Konsumkritik. Oh. Die Mittelkaste ist selbst zufrieden und träge geworden. Aber wir werden sie wachrütteln, Faye. Die Menschen müssen am eigenen Leib erfahren, was Angst und Verlust bedeuten, damit sie erkennen, was wirklich wichtig ist. Doch bis es soweit ist, sind auch sie unsere Feinde. Also die Dame ist ein bisschen radikal. An manchen Tagen frage ich mich, ob Omnistat wirklich so schlimm ist, wie alle denken. Oh, die arbeitet bestimmt heimlich mit dem Omnistat zusammen und versucht uns jetzt hier schon mal so ein bisschen auf Spur zu bringen. Krugasek schickt Verstärkung, Faith. Sei vorsichtig. Mit denen komme ich schon klar. Das ist cool, wenn man das hier kombiniert.
Oh shit. Out. Oh. Ach, Mist. Ja, oder auch nicht, ne? Also. Aber erstmal schön das Maul aufreißen. Was ist der da drüben? Und was? Schön hier die Chips rausreißen, wenn wir schon mal dabei sind. Die letzte Drohne. Sehr gut. Es gibt da ein paar Türen, die über eine Konsole geöffnet werden. Sie sind der schnellste Weg nach draußen. Wie gut, dass die hier wohnen immer so schön nah an irgendeinem Ab. Oh. An irgendeinem Abgrund platziert hatten. Ich habe die Türen gefunden. Die ganze Zeit Abgas. Ich verschwinde jetzt von hier. Danke, Faith. Ich wette, jetzt werden sie es sich zweimal überlegen, bevor sie sich wieder hier runterwagen. Mach dich auf den Rückweg. Wir bereiten eine neue Mission vor, an der du vermutlich teilhaben möchtest. Ah, und jetzt ist es natürlich ein offenes Gebiet. Und deshalb kann man hier die Sachen einsammeln. Okay. Verstehe. Naja, wenn sie das Gebiet schon mal gebaut haben, ne? Warum nicht nutzen? Hier noch irgendwo. Ach, da ist er. Irgendwo noch einen Kasten gibt. Genau. Den wollte ich gerne haben. Und jetzt nehmen wir hier. Ach, ist ja schon der richtige Weg eingestellt. Sehr schön. Richtig nach unten. Wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Da ist meine Runner Vision. Wischen. Die Runner Vision. Einfach mal schön lang wischen. Viele von diesen Kästen überall rumhängen. Herrlich. Könnte man theoretisch höher kommen, wenn man wüsste, wie man da hochkommt? Weiß es nicht. Kein Haken, an dem man sich hochziehen kann. Das da oben sieht aus, als würde man das aufbrechen können, noch irgendwann später. Schauen, vielleicht geht das in den Story-Missionen weiter. Und was das Wichtigste ist, eins im Zentrum. Ja, dort brauchen wir eine Explosion. Und genau damit ködern wir sie. Na, das sollte sie aufscheuchen. Faith, gut, dass du da bist. Das dürfte dich interessieren. Tida, sie hat den Angriff angeführt. Ja, wir wissen über sie nicht viel mehr, als dass sie ein hochrangiger Kruger-Sec-Offizier ist. Sie ist heute unser Ziel. Ich bin keine Mörderin, vergessen Sie es. Wir töten sie nicht. Wir entführen sie, um sie einzutauschen. Wir sollten es tun, Faith. So rächen wir uns. Ich... Wie ist der Plan? Krugersack wird in Kürze den Aufenthaltsort einer bestimmten gesuchten Person erfahren. Meine.
Sie wird das Einsatzteam anführen und uns direkt in die Falle laufen. Du und Icarus müsst unsere Fluchtrouten sichern. Das kriegen wir hin. Tja, na gut. Solange wir nicht ernsthaft zuschlagen können, bleiben uns nur solche Aktionen. Ich glaube nicht, dass sich so je etwas ändern wird. Und ich glaube, deine Meinung ist unerheblich. Gehen wir es an. Ich habe dir von Tristan ein Upgrade für dein Mac besorgen lassen. Es liegt auf dem Tisch. Du wirst es brauchen. Ah, okay. So kann man dann Sachen aufsprengen, um sich neue Wege zu schaffen. Okay. Das war irgendwie zu erwarten, dass sowas in der Richtung kommt. Habe ich nicht noch ein Upgrade? Ja, ein Upgrade habe ich noch und das nehme ich jetzt hier für mehr Fokus-Shield. Und danach gehen wir dann in die Kampf- bzw. Ausrüstungs-Upgrades. Jetzt schaltet man sich wahrscheinlich den Weg nach da oben irgendwie frei. Ne, sie haben die Dings runtergelassen. Ja, so geht's auch. Die Leiter. Hier, verstehe. Das wäre beinahe schief gegangen. Kann ich im Sprung mich drehen? Tatsächlich. Das ist ja geil. Ich kann im Sprung drehen. Vielleicht nicht über einen Abgrund machen sollen, aber... trotzdem gut zu wissen. Ah, und jetzt zieht man es von der Seite auf. Verstehe. Das sah von da unten nämlich schon so aus, als könnte man da doch irgendwie durch. An der Wand entlang laufen und nicht rüberspringen. Scheiße. Anders. Ja, so geht's auch. Die Farben alle zusammenpassen. Faith, Icarus, um es glaubwürdiger zu machen, dass ich mich an der Oberfläche aufhalte, inszenieren wir in diesem Bezirk ein Ablenkungsmanöver. Wenn es soweit ist, müssen unsere Fluchtrouten frei von Beobachtungsdrohnen sein. Wir kümmern uns drum, Rebecca. Keine Sorge. Bleibt außerhalb des Schussfeldes der Beobachtungsdrohnen und deaktiviert direkt ihre Steuerungsterminals. Das ist die effektivste Vorgehensweise. Alles klar. So, ich würde sagen, hier machen wir jetzt kurz eine Pause und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Bis denn!